Hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns nochmal die Avenue One anschauen und Nelly mal dorthin fliegen. Weit zu fliegen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Haben wir jetzt richtig eingestellt. Werfen die Anlage erstmal an, Strom dran. Advanced-Modus, da kann man sich quasi einstellen, was man vom Mode fliegen will. Ich nehme hier diesen. Ja, dann schalten wir die Turbinen ein. Die erste an. Dann Stroboskoplicht einschalten. Können wir die Türen mal kurz aufmachen? Das Batterie des Sergeant. So, und jetzt nehmen wir noch den Fertig-Mode nochmal rein. Und die Turbinen fahren jetzt hoch, dass wir hier starten können. Und wir heben jetzt Richtung Kanal ab. Dass es mal richtig sein hier. Cairo Center Delta, Hotel Tango Oscar Bravo is Type 1 okay. Southeast of Hotel Echo Tree. Ich habe schon im Horizont den Kanal sehen. Delta, Hotel Tango Oscar Bravo, Cairo Center. Gut rausnehmen, ja. Kann die rote Warnlampe hin. Die rote Warnlampe an. Wir fliegen jetzt Richtung Kanal rein. Dann streckt den Joystick nach vorn. Das kannst du leider nicht sehen. Das heißt, wenn ich nach vorne drücke, beschleunige ich den Hubschrauber und nehme Fahrt auf. Wenn ich jetzt bremse, drücke ich den Joystick nach hinten. Dadurch steigt auch etwas. Und wunderschönes Modell hier von dem Team, was hier bei 7Fly2.2 sich das modelliert hat, diese EC-135. Ich komme noch mehr Hubschrauber dazu, aber
steckt da wirklich viel Herzblut drin, so eine Maschine zu programmieren. Co-Pilot geht es auch gut. Schauen wir einfach mal hier, was da los ist. Containerschiff hier, größeres. Technik mal kurz gestoppt hier. Kleineres Containerschiff. Ja, komplett leeres. Plattform. Gasschiff. Öltankschiff. Das ist ein Gasschiff hier. Ja, das Lenken tut deutlich nur noch mit dem Stick, mit den Pedalen noch gar nichts. Ein Riesenschiff hier. Die spielt im Wasser hier, wirklich aktuell cool gemacht. Hier mal drauf zu landen. Den Gastanker hier. Hier vom Windpark. Zubehör.
Kreuzfahrtschiff am Armut dabei. Ja, und hier haben wir sie nochmal. Ist nicht mal diesen Urzustand. Haben wir es endlich geschafft, hier diese Containerschiff frei zu bekommen. Und ja, deutlich eine Katastrophe. Es ist jetzt schon eine Katastrophe, aber es ist gegen die Kamera arbeiten hier. Drauf landen kann hier. Das ist mal das Problem, dass sie jetzt voll durch den Container durch hier. Tarturm dreht sich auch nochmal, ja. Alles Schöne mit dem Hubschrauber, kann ja wirklich schön gemütlich sich das anschauen hier. Und jetzt gibt es halt auch einen Mod, wo das Ganze komplett die Kamera her. Das Riesenschiff mal hier uns vorstellen, ja. Also Schwierigkeiten. Okay, gut. Ich würde sagen, erstmal Pause und ja.
fallen die Leute alle aus. Das Meer hört man rauschen hier. Schon cool. Die Türe wieder. Ich fliege wieder zurück zum Flugplatz. Und fliegen jetzt wieder zurück zum Flugplatz. Verabschieden uns von der. Und zeige euch dann mal das Flight Radar. Die Webseite, wo man schauen kann. Nicht drauf landen hier. Okay. Fliegen wir zurück zum Flugplatz.
So, das wäre eigentlich ja die optimale Ansicht. Also ich bin auf Entfernen. Entfernen. Und Ende, da hat man jetzt die Drohnenkamera drin, da kann man nichts machen. Wieder auf Ende gehen, hat man diese normale Stachelkamera drin. Da kann man auch nichts zoomen und machen. Unten gucken. Bohrschiff landen kann. Schlecht gegen die Sonne. Muss wieder Gas geben hier. Geht auch nicht. Okay. Keine Ahnung warum. Die Kamera gefällt mir halt besser wie die hier. Das ist die Drohnenkamera. So, schauen wir, ob wir einen Flughafen haben hier. Jetzt langsam wieder hinfliegen. Sprit 38%. So, dann haben wir gleich wieder.
Flugplatz und lande dann mal ganz entspannt. Pull-up sagt, okay. So, ich ziehe den Hubschrauber leicht nach hinten, das heißt, er wird langsamer, bremst ab, und damit er sinkt, muss ich jetzt den Pitch gleichzeitig vorsichtig nach unten drücken. Dort sind wir letztens gelandet und dann haben wir es auch wieder hinfahren, hinfliegen. Hinfliegen. Okay. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wieder ein spannender Flug. Und beenden das Ganze. Ciao dann. Bis zum nächsten Mal.